Victoria hat bei mir bei TikTok auf ein Video geschrieben, wie fängt man an? Und das ist eine gute Frage, die absolut Sinn macht, sich zu stellen. Und deswegen hier meine klare Antwort dazu. Denn, ganz wichtig, Sieger erkennt man am Start und Verlierer auch. Das heißt, der Anfang bestimmt schon, ob du ein Sieger wirst oder als Verlierer endest. Ganz, ganz wichtig. Und der Start beginnt schon, bevor du zu Shopify gehst und deinen Online-Shop erstellst. Der erste Schritt ist Klarheit. Das heißt, wohin willst du mit deinem Online-Shop? Was willst du erreichen? Darüber musst du dir Gedanken machen, denn wenn du es klar vor Augen hast, wohin du willst, dann wird es dir deutlich leichter fallen, Entscheidungen zu treffen und auch vor allen Dingen durchzuziehen. Und im Grunde genommen gibt es drei Richtungen, die du einschlagen kannst. Du kannst sagen, hey, ich möchte mit meinem Online-Shop ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Denn das ist vollkommen cool und ist schon eine Richtung, die du einschlagen kannst. Zweites Ziel ist, ey, ich möchte meinen Online-Shop so weit haben, dass ich davon leben kann und dass ich meinen Job kündigen kann. Dritte Richtung, die du einschlagen kannst, ich möchte meinen Job kündigen. Ich möchte aber nicht nur meinen Online-Shop haben, sondern ich möchte ein richtiges E-Commerce-Unternehmen aufbauen. Das sind die drei grundsätzlichen Richtungen, die am häufigsten vorkommen, die du bei deinem Online-Shop, bei deinem Business einschlagen kannst. Und was ganz wichtig ist, für ein Schiff ohne Hafen ist kein Wind der Richtige. Für ein Schiff ohne Hafen ist kein Wind der Richtige. Das heißt, wenn du dir nicht klar bist im Kopf, wo du hin willst, dann wird dir auch nichts dabei helfen, dein Zielvorhaben zu erreichen. Deswegen ganz wichtig, du brauchst absolute Klarheit, wohin du willst und was du erreichen willst. Der zweite Schritt ist, dass du dein Ziel festlegst. Das heißt, nachdem du Klarheit geschaffen hast, wählst du ein konkretes Ziel. Und das nach der SMART-Regel. SMART bedeutet, wenn du die einzelnen Buchstaben übersetzt, S steht für spezifisch, M steht für messbar, dann hast du das A für attraktiv, das heißt, es sollte ein attraktives Ziel sein, worauf du wirklich Lust hast. Dann hast du das R für realistisch, sollte realistisch erreichbar sein. Und zwar T, Zeit, terminiert, es sollte ein terminiertes Ziel sein. Und genau so ein Ziel brauchst du dann an zweiter Stelle. Was könnte das zum Beispiel sein? Du könntest erreichen 10.000 Euro Umsatz mit deinem Dropshipping-Online-Shop innerhalb von 3 Monaten. Natürlich abhängig davon, wie viel Zeit du investieren kannst, aber das ist ein smartes Ziel. Und wenn du für dich sagst, du hast Lust, nebenbei 2.000 Euro Gewinn oder 2.000 Euro zusätzliches Einkommen zu haben, dann ist das ein attraktives Ziel, auf das es Sinn macht, hinzuarbeiten. Der dritte Punkt hängt auch wieder mit deinem Ziel zusammen. Und zwar ist das die Verknüpfung deines Ziels mit einem klaren Warum. Du willst einen emotionalen Punkt, eine emotionale Verknüpfung schaffen von deinem Ziel zu deinem Warum. Das heißt, du musst dich hinterfragen, warum ist dir dieses Ziel eigentlich so wichtig? Warum willst du eigentlich, nehmen wir das Ziel, was wir vorher festgelegt haben, warum willst du eigentlich 2.000 Euro zusätzliches Einkommen nebenbei haben? Oder vielleicht noch mehr? Warum ist dir das so wichtig? Und da ist ganz wichtig, das Ganze emotional zu machen. Was ist Emotion? Naja, du solltest dir es bildhaft vorstellen. Zum Beispiel emotionale Verknüpfung. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du einen Online-Shop hättest, der für dich zusätzlich 2.000 Euro im Monat generieren würde? Zum Beispiel würdest du sagen, ey, ich würde mir ein neues Auto kaufen. Mein Traumwagen würde ich mir leisten. Dann schließ die Augen und stell dir bildhaft vor, wie es sein würde, in dem Auto zu sitzen, das Leder zu riechen, auf das Gaspedal zu treten, zu hören, wie der Motor angeht. Das sind alles Emotionen, wo unsere vollen Sinne genutzt werden. Und immer wenn du so etwas machst, quasi dich zu hinterfragen, warum ist dir das so wichtig, dann mach das Ganze emotional, mit so vielen Emotionen wie möglich. Denn dann verknüpfst du dein Ziel mit einer Emotion und vor allen Dingen auch in deinem Kopf rastet es richtig ein, dass du daran festhältst und weiterhin motiviert bleibst. Das kannst du, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, mit einem Hinzu-Ziel machen. Das heißt, was könntest du erreichen, was könntest du dir leisten, wenn du es geschafft hast, das Ziel? Oder eben auch weg von Ziel. Das heißt, wo willst du weg? Kein Weg von Ziel, sondern eine Weg von Motivation. Zum Beispiel bist du todunglücklich im Angestelltenverhältnis und willst da raus. Dann stell dir doch bildhaft vor, wie dein Chef dich das letzte Mal angeschrien hat, dich fertig gemacht hat oder wie es sich anfühlt,
monotone Aufgaben zu erledigen, Langeweile zu haben auf der Arbeit und einfach, ja, kein Bock zu haben. Wie fühlt sich das an, morgens aufzustehen am Montag und keinen Bock auf die Arbeit zu haben? Das ist auch emotional. Das heißt, der dritte Punkt, das Warum, ist die emotionale Verknüpfung von deinem Ziel zu deinem Warum. Und das Warum kann hinzu Ziel sein, hinzu Motivation oder weg von Motivation. Und dann bleibst du auch dran und sorgst dafür, dass du das Ziel auch wirklich erreichst und motiviert alles machst, um es eben zu erreichen und umzusetzen. Wenn du das gemacht hast, dann Punkt Nummer 4, Mini-Ziele. Du musst dein Ziel herunterbrechen auf kleinere Ziele, die du schnell erreichen kannst und dadurch schnelle Motivation schaffst. Wir haben das Ziel festgelegt, 10.000 Euro Umsatz in den nächsten 3 Monaten. Dieses Ziel kannst du herunterbrechen auf 3 Mini-Ziele. Das heißt, im ersten Monat willst du erreichen, dein Produkt zu finden. Dann im zweiten Monat willst du erreichen, deinen Shop aufzubauen. Im dritten Monat willst du erreichen, bezahlte Werbung zu nutzen, um 10.000 Euro Umsatz zu machen. So hast du das große Ziel heruntergebrochen in 3 kleinere Ziele. Und genau das, was ich jetzt auf Monatsbasis gemacht habe, quasi für jeden Monat ein Ziel festgelegt, das kannst du noch weitermachen. In einzelne Wochenziele. Das heißt, jedes von diesen Zielen, Produkt finden als Beispiel, das erste Ziel, brichst du runter in 4 Mini-Ziele. Das könnte sein, hey, zuerst mal Research machen, Informationen sammeln. Was ist überhaupt wichtig für ein Winning Product, damit ich damit Geld verdienen kann? Dann, okay, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich das Produkt finden? Organische Suche oder mit Tools? Und dann machst du dich auf die Suche und dann in der 4. Woche filterst du die Produkte und legst dein richtiges Produkt fest. Und so schaffst du es, kleine Ziele zu haben, die dich motivieren, die du auf wöchentlicher und auch auf täglicher Basis erreichen kannst. Und dann kommst du automatisch, wenn du dir dazu deine Zeit reservierst, in jede Woche, in jedem Monat, um an diesen Zielen zu arbeiten, an diesen Mini-Zielen zu arbeiten, dass du dein Endziel, was wir gelegt haben, auf 3 Monate auch wirklich erreicht. 5. Schritt ist Commitment. Du musst ein Commitment eingehen gegenüber jemandem. Das heißt, eine Verpflichtung. Und dieser jemand ist dein sogenannter Sparringspartner. Das ist dein Partner, gegenüber du dich committest, jeden Tag, jede Woche an der Umsetzung deiner Mini-Ziele zu arbeiten, damit du das große Ziel, was du dir gesteckt hast, für deinen Dropshipping-Online-Shop auch wirklich erreichst. Und dieser Sparringspartner sollte jemand sein, der den Weg zu deinem Ziel schon 1 Dutzend Mal, am besten 2, 3, 4, 5 Dutzend Mal schon gegangen ist. Denn so weiß er ganz genau, worauf es ankommt. Und wenn du auf Fehler stößt, kann er dir dabei helfen, diese Fehler zu überwinden. Plus im Best Case gibt er dir eine Anleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sodass du dieses große Ziel, was du dir gesetzt hast, ganz am Anfang, nachdem du Klarheit geschaffen hast, hast du den Ziel gesetzt, dieses große Ziel, dafür gibt er dir eine Anleitung mit ganz vielen kleinen Mini-Zielen, die du einfach Schritt für Schritt jeden Tag umsetzt, um dein großes, ganzes Ziel zu erreichen und dein Leben positiv zu ändern. Sei es, dass du mehr Geld haben willst, mehr Zeit haben willst oder einfach mehr Leben haben willst, so wie ich gerade hier in Dubai 4 Wochen im Urlaub war und dieses Video jetzt an meinem zweit- oder drittletzten Tag für dich aufnehme. Und dieser Sparringspartner, das sind wir, das bin ich und das können wir für dich sein mit der Baumdick GmbH. Denn wir haben ein Mentoring, wo wir dir dabei helfen, deinen Dropshipping-Online-Shop aufzubauen. Und genau das kannst du eben machen mit einer Zusammenarbeit wie uns. Denn wir geben dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du einfach umsetzen kannst, um dein Ziel zu erreichen. Und wenn du da Lust drauf hast, dann klick einfach auf den Link im Video und hier unter dem Video und bewirb dich auf ein kostenloses Strategiegespräch und wir können schauen, wie die Anleitung aussieht, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du sagst, hey Tom, ich bin mir noch unsicher, ob ihr mein Sparringspartner sein könnt, ob das Sinn macht für mich, dann folg mir einfach weiter auf YouTube, folg mir einfach weiter auf Instagram, auf TikTok, auf anderen Social Media Kanälen, die auch hier unten verlinkt sind. Wenn dir das Video gefallen hat, lass dir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Viel Spaß!